Господин Кульман, очень приятно. Очень приятно, господин Лорик. Добро пожаловать у нас на Кемницком диване сегодня. Мы будем обсуждать с вами... Na gut, jetzt reden wir doch lieber Deutsch. Also, es hat eine kleine Geschichte. Schade, ich wollte поговорить на русском языке. Говорим по-русски в следующий раз. Herr Lorek, Rechtsanwalt Lorek aus Dresden, na, liebe Zuschauer. Ist ja, aktiv im Arbeits- und Sozialrecht, wird uns ein bisschen was zur Lohnfortzahlung erzählen in Quarantäne und sonstigen Corona-Fällen. Er war außerdem, ja, auch Schriftführer war ich, Briefwahlvorstand und war quasi mit Auszähler im knappesten Wahlkreis Deutschlands, Dresden 2, Bautzen 1. Ja. Und kann uns da ein bisschen was erzählen, wie die 35 Stimmen, mit denen der Wahlkreis dann an die CDU gegangen sind, sich so ein bisschen entwickeln konnten. Und dann werden wir auch noch ein bisschen einen kurzen trinken. Ne, also Herrn Kurz in Österreich ein bisschen auswerten. Ist ja eine interessante Persönlichkeit in vielerlei Hinsicht. Aber ja, warum haben wir Russisch geredet am Anfang? Das hat eine Geschichte, willst du es erzählen? Es gab 2018 in Chemnitz ja eine ganze Anzahl von Demonstrationen, ja, im Zusammenhang mit dem berühmten Mordfall. Und ja, Herr Rechtsanwalt Kuhlmann und ich, wir haben beide so ein paar kleine Kenntnisse der russischen Sprache. Und wenn wir, also ich war meistens Ordner, Herr Kuhlmann war Versammlungsleiter. Und wenn wir irgendwas zu bereden hatten, wo wir nicht wollten, dass die Presse oder die Polizei mithört, da haben wir eben auf Russisch gesprochen. Pagavarim na russkom jazyke. Ist natürlich jetzt, ich sag mal, irgendein Dialekt des Kurdischen wäre sicher besser oder vielleicht Uigurisch. Russisch kennt ja doch der ein oder andere, aber immerhin für Presse immerhin so hat es so gereicht. Ja, also um kurzfristig mal sich austauschen zu können, war die russische Sprache schon ganz gut geeignet. Ja, meine Damen und Herren, es stimmt. Ich war im Briefwahlvorstand im Wahlkreis Dresden 2, Bautzen 2. Das hat folgende Geschichte. Bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt zeigte sich bei der AfD ein ganz merkwürdiger Effekt. Die Zahl der Urnenstimmen, die die AfD bekam, war doppelt so hoch wie die Zahl der Briefwahlstimmen prozentual. Oder andersrum formuliert, die Zahl der Briefwahlstimmen war nur halb so hoch wie die Zahl der Urnenstimmen. Irgendwas schien da nicht zu stimmen. Und ich habe mich entschlossen, auf vielfache Werbung der Stadt Dresden hin mich zu melden als Wahlhelfer. Kannst lesen und schreiben. Schriftführer geworden. Und als Rechtsanwalt im 22. Berufsjahr kriege ich auch ein Verlaufsprotokoll hin, ja. So dass ich also im Briefwahlvorstand in diesem Wahlkreis dort Schriftführer war. Und wurde massiv gefälscht? Nein, gefälscht worden, also zumindest bei der Auszählung, ist nicht gefälscht worden. Das kann ich mit ziemlicher Sicherheit sagen. Was ich bemerkt habe, ist, dass derselbe Effekt wieder auftrat. Also tatsächlich hatte auch in Sachsen und auch in Dresden die AfD nur halb so viel Briefwahlstimmen wie Urnenstimmen. Bei der CDU war die Zahl ungefähr ausgeglichen und bei den Grünen, da war, die Anzahl der Briefwahlstimmen doppelt so hoch wie die der Urnenstimmen. Für den Effekt habe ich keine gute Erklärung. Das ist natürlich schon ein Trend. Der eher konservativere, würde ich sagen, der geht, wie sich das gehört, sonntags ins Wahllokal, ja, wählt. Und der eher so links und alternativ, der macht das also so am liebsten online, geht noch nicht, aber so per Brief. Früher musste man ja einen wichtigen Grund angeben, ja, das dass man Briefwahl machen konnte, ja, die musste man beantragen. Heute ist es quasi eine einfache Wahl, darf das machen oder das. Das ist eigentlich gar keine gute Entwicklung, dass das so freigestellt ist. Entschuldigung, wenn ich unterbreche, es zeigte sich noch ein zweiter Effekt. Und zwar habe ich es mehrmals beobachtet, dass auf den Wahlscheinen das Datum und der Ort mit einer anderen Handschrift eingetragen war als die Unterschrift. Mir ist sofort ein Wahlschein einer 1928 geborenen Frau in Erinnerung geblieben, die jetzt 93 Jahre alt ist und die noch die alte deutsche Schrift, die sogenannte Sütterlin-Schrift, gelernt hatte und sogar mit dieser Sütterlin-Schrift unterschrieben hat. Also ein A war in dieser Sütterlin-Schrift geschrieben. Aber die Angabe Dresden und das Datum, wann diese Unterschrift geleistet wurde, das war mit einer deutlich erkennbaren anderen Schrift eingetragen.
Und ich kann mich mindestens an 3 oder 4 solche Fälle erinnern. Da hat also jemand geholfen. Moment, wenn jemand geholfen hat, dann wäre das auf dem Briefwahlschein anders angegeben worden. Wenn man sich den Wahlschein vorstellt, dann ist auf der linken Seite derjenige Ort, wo der Wahlberechtigte selber unterschreibt, dass er das unbeobachtet und so weiter seine Stimme abgegeben hat. Und auf der rechten Seite müsste eine Hilfsperson unterschreiben. Das heißt, es hat jemand geholfen und sich nicht eingetragen? Es hat jemand geholfen und sich nicht als Hilfsperson da drin vermerkt. Was hat das zur Folge? Müsste das ungültig sein? Das ist eine spannende Frage. Es hängt ja dort in dem Wahlkreis tatsächlich an 41 Stimmen. Und zumindest die 3 bis 4 Wahlzettel pro Briefwahlvorstand, die könnten sich schon auf 41 Stimmen summieren. Mhm. Ich hoffe, dass der Herr Hallas hier mithört. Das ist eventuell das Argument, mit dem er die Briefwahl dort, die Direktwahl in den Wahlkreis kippen kann. Direkt kann ich mit dem Herrn Hallas nicht reden. Ich stehe bei der AfD auf einer Unvereinbarkeitsliste. Das heißt, wenn er mich anspricht, verliert er womöglich seine Parteifunktion. Also ja, es ist möglich, dass in kleinem Umfang gefälscht worden ist. Durch solche Ungenauigkeiten. Durch solche Leute, ja. Die wo also der Enkel oder Urenkel für seine Oma nicht bloß Ort oder und Datum vorgeschrieben hat, sondern auch das Kreuzchen auf dem Stimmzettel gemacht hat. Irgendjemand, der also eine Vertrauensperson darstellt für die alten Leutchen. Das ist also denkbar, dass dort betrogen worden ist. Aber nur in ganz kleinem Umfang. Wir müssen der Tatsache ins Auge sehen, dass die Wahlergebnisse, wie sie sich in den offiziellen Auszählungsergebnissen manifestieren, tatsächlich dem Willen der Wähler entsprechen. Also eine Manipulation im großen Umfang, habe ich. Kann ich ausschließen. Kannst du ausschließen. Innerhalb des Wahllokals auf jeden Fall. Die geschlossenen roten Briefe kommen in dem Briefwahlausschuss an. Sie werden vor 18 Uhr geöffnet, in dem Sinne, dass man den Wahlschein herausnimmt, guckt, ob der Wahlschein an sich in Ordnung ist, legt den Wahlschein beiseite, legt den Stimmzettelumschlag ungeöffnet in eine andere Urne und fängt dann nach 18 Uhr an mit der Auszählung. Da kann man nicht fälschen, da kann man nicht irgendwas auswechseln oder hin und her schieben. Die Fälschung kann an der Stelle passieren, wo jemand gegen den Willen oder ohne den Willen des Wahlberechtigten auf dem Stimmzettel was ankreuzt und das dem Wahlberechtigten dann zum Unterschreiben hinschiebt. Und das könnte passiert sein. Das kann in einem kleinen Umfang natürlich oder findet wahrscheinlich in einem kleinen Umfang statt. Es ist zumindest möglich. Genau, und da, wo es so knapp ist, gerade mal 41 Stimmen. Stimmt, kann es daran gehangen haben, ja. Kann sowas den Ausschlag gegeben haben, ja. Und ihr hattet aber nicht den Befehl oder Auftrag, solche Stimmzettel gleich auszusortieren? Nein, das war nicht, also formal waren die Stimmzettel, also nicht die Wahlscheine in Ordnung, weil es war ein Datum angegeben, es war ein Ort angegeben, es war eine Unterschrift vorhanden. Den Unterschied der Handschriften, den musste man nicht prüfen. Und ich weiß nicht, ob ja ihm noch jemand anders aufgefallen ist außer mir. Ich habe es jedenfalls bemerkt. Hm. Und ich hätte nie gedacht, dass es so knapp ausgeht in dem Wahlkreis. Und wie gesagt, es hängt alles an 41 Stimmen. Ist ja noch was Lustiges dabei. Ja. Der Bestplatzierte hat 19,6% der Stimmen bekommen. Und die anderen Stimmenanteile sind so breit gestrichen, dass wirklich der Beste gerade mal 19,6% der abgegebenen gültigen Stimmen bekommen hat. Das ist das günstigste Bundestagsmandat in der Geschichte. Ja, das billigste sozusagen für den Herrn Rover, falls es sich denn bestätigen sollte, dass er es behält. Was noch natürlich mit der Briefwahl passieren kann, dass Leute Briefwahl abschicken und trotzdem nochmal wählen gehen. Wie wird das ausgeschlossen? Das halte ich für ausgeschlossen. Es gibt ein schriftliches Wählerverzeichnis, in dem vermerkt wird, dass ein Wahlschein erteilt worden ist. Und ist der Wahlschein erteilt worden, dann schließt das eine Urnenwahl aus. Jetzt habe ich aber was gehört, das haben mal Leute zum Spaß gemacht, weil sie es einfach probieren wollten. Die haben in einem bestimmten Wahllokal, nicht mal in Sachsen, Briefwahl beantragt, Briefwahlunterlagen bekommen. Und dann haben das die aber Urnenwahl gemacht haben, mitgenommen und haben das dort reingeschmissen. Das ist aber und zulässig. Dann müssten dort, Moment, die haben dann einfach 2 reingetan. Weil die haben das von ihren Briefwahlkumpels mitgenommen und dann dort reingesteckt, sodass dort praktisch mehr Stimmen als, hat aber keinen gestört. Also und das wäre ja theoretisch möglich, wenn gefälscht werden würde, dass man quasi dem zuverlässigen Briefwählern 2 Stimmzettel zukommen ließe. Dann müsste die Manipulation im Wahlamt erfolgen. Hm.
Das will ich nicht mit mathematischer Sicherheit ausschließen, aber ich kann aus eigenem Wissen dazu keine Angaben machen. Also jedenfalls bei der Auszählung? Bei der Auszählung während der Briefwahl ist mit Sicherheit nicht gefälscht worden. Ich sehe eine Gefahr einer Fälschung bei den Wahlscheinen, wo, wie gesagt, die Unterschrift von der Handschrift her abweicht von dem, was sich aus den Angaben zu Ort und Datum ergibt. Was ja dann praktisch eine Mehrfachwahl wäre, wenn derjenige für sich selber gewählt hat und noch für einige alten Leute. Das würde nicht funktionieren. Ja. Spannende Sache. Spannende Sache. Würde mich interessieren, ja. Neue spannende Sachen. Ja. Ich habe das schon angedroht. Wir reden ein bisschen über die nicht erfolgende Lohnfortzahlung in Quarantänefällen. Immer du langsam. Machst Arbeits- und Sozialrecht. Ja. Und kennst dich damit ein bisschen aus, würde ich behaupten. Und es haben ja viele Leute jetzt Angst. Ja, wenn ich jetzt krank bin, kriege ich keine Lohnfortzahlung mehr. Ist das überhaupt so zu befürchten? Augenblick mal. Ja. Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, da besteht überhaupt keine Änderung im Vergleich zur früheren Rechtslage. Also sprich, wer selber Corona oder was auch immer hat und deswegen krankgeschrieben ist, kriegt sein Geld. Kriegt ganz normal seine Lohnfortzahlung. Geimpft oder ungeimpft, wer selber krank ist, kriegt sein Geld weiter. Ja. Die Änderung, die sich eventuell ergibt, betrifft diejenigen Leute, die ohne selbst krank zu sein in Quarantäne müssen. Und da sind wir bei Paragraphen 56 des Infektionsschutzgesetzes. Wer dort nachlesen will, sollte sich die Norm notieren. Der Paragraph 56 Infektionsschutzgesetz. Ja, eigentlich dem Wortlaut keine Paragraphe, keine kurze Schrift, sondern ein seitenlanger Paragraph, den ich nicht aus dem Kopf zitieren kann, sondern nur sinngemäß wiedergeben. Aufpassen. Dort drin steckt was ganz Lustiges. Der Paragraph 56 handelt von einer Entschädigung aus öffentlichen Kassen für diejenigen Leute, die aufgrund des Infektionsschutzgesetzes irgendwie in ihrem Erwerb benachteiligt sind. Aber ein Stückchen weiter unten in den Paragraphen steht dann auf einmal drin, dass der Arbeitgeber verpflichtet ist, für diese Leistung der Behörden in Vorkasse zu gehen. Also Kredit, er spielt praktisch Bank für den Staat in dem Fall. Er spielt Kreditgeber für den Staat, ja. Ja, ist auch schön. Das ist erstaunlich mit was man heute alles so in den Gesetzen drin findet. Also sozusagen eine Kreditverpflichtung des Arbeitgebers gegenüber dem Staat. Aber das ist das Arbeitgeberproblem. Wir fangen in Paragraphen 56 damit an, dass dort drin geregelt ist, wer als Ausscheider von Infektionserregern und so weiter in Quarantäne muss, der bekommt Leistung. Und dann ein paar Sätze weiter taucht plötzlich die Aussage auf, keine solchen Leistungen bekommt derjenige, der, indem er eine Reise in ein Risikogebiet angetreten hat oder indem er einer gesetzlich verordneten Impfpflicht nicht gefolgt ist, in Quarantäne muss. Also sprich, wenn ich jetzt nach Kongo fahre und komme mit Gelbfieber wieder, muss in Quarantäne, bin ich selber schuld, weil ich ja in so ein Risiko gelang. Gelbfieber kriegt man wohl eher so in Mittelamerika, in Kongo bringt man eher so das Krim-Kongo-Fieber wieder, was noch ein bisschen heftiger ist. Jedenfalls, wenn irgendwas wiederkommt und der ist selber schuld quasi, weil er so eine Reise gemacht hat, kann man ja noch verstehen, dass dann nicht gesagt wird, so und wir zahlen dir das Ganze. Leuchtet noch ein bisschen ein. Wäre alles noch soweit nachvollziehbar. Aber dann kommt ein Ding, das ist heftig. Dann steht dort, auch diejenigen bekommen keine Leistung, wenn sie in Quarantäne müssen, weil sie sich nicht haben impfen lassen, obwohl diese Impfung öffentlich empfohlen worden ist. Oho. Das heißt, weil jemand einer Empfehlung nicht gefolgt worden ist, soll er keine Leistung bekommen. Ist die Vorschrift neu oder steht die da schon lange? Die steht schon eine Weile und zwar seit den Änderungen im April 2021 im Infektionsschutzgesetz. Also schon jetzt erst. Es ist aber bis dahin noch nicht so weit gekommen, dass man sich getraut hat, diese Norm anwenden zu wollen, weil es eben immer noch voraussetzt, dass die Impfung überhaupt möglich war. Das heißt, es genügend Impfangebote gegeben hat. Aber jetzt soll es wohl soweit sein, dass es genügend Impfangebote gab. Und jetzt sind wir wieder in der DDR. Denn wir haben die Situation des freiwilligen Zwangs. Die etwas Älteren können sich vielleicht noch daran erinnern. Irgendwas war freiwillig, aber wenn man das Freiwillige nicht machte, dann wurde man dafür bestraft. Und genau das haben wir hier wieder. Es wird irgendwas empfohlen und wenn man dieser Empfehlung nicht folgt dann und in Quarantäne muss,
dann soll man plötzlich keine staatliche Leistung mehr bekommen. Was ja paradox ist, denn man kommt ja unverschuldet in Quarantäne. Ja, das nicht, stimmt. Weil man sich selber, man muss selber nicht mal infiziert sein. Nee. Nur und vor allen Dingen man geht auf Arbeit, dort ist ein Kollege, der ist Corona-positiv, ja, kann auch ein Geimpfter sein. Und dann wird man selber in Quarantäne geschickt und wird nicht dafür bezahlt. Was hältst du denn von Folgenden? Hm? Wie wäre es denn mit einem Schadenersatzanspruch gegen den geimpften Corona-Kollegen? Der trotzdem dann positiv... Der quasi dran schuld ist, dass du in Quarantäne musst. Ja, da müssen wir noch ein Stück weiter fragen und sagen, ja, wenn die Impfung nicht gewirkt hat, sodass der Betreffende dann doch wieder imstande war, Coronaviren zu verbreiten, möglicherweise ein Amtshaftungsanspruch besteht. Ja. Das ist ja noch viel interessanter. Also es wird viel geklagt, unbedingt. Jetzt ist wirklich der Zeitpunkt... Da ist das nicht mehr freiwillig fast, müssen wir mal sanften Zwang ausüben. Rechtsschutzversicherung. Ja, unbedingt. Ganz wichtig im Arbeitsrecht. Ist eine große Sauerei dabei. Jawohl. Wie gesagt, der Arbeitgeber geht in Vorkasse für die Behörde. Im Arbeitsrecht, wenn Sie Leistung einklagen müssen gegen Ihren Arbeitgeber, gibt es eine große Sauerei, der § 12a Arbeitsgerichtsgesetz. Sie bekommen auch als Sieger den Rechtsanwalt nicht vom Verlierer bezahlt. Der Normalfall ist, Sie haben einen Rechtsstreit um unbezahlte Rechnung, um Miete, um Autounfall, was immer Sie wollen. Und Sie gewinnen den Prozess. Da muss der Verlierer auch Ihren Anwalt bezahlen. Im Arbeitsrecht ist das nicht so. Dort zahlen Sie in der ersten Instanz, egal wie es ausgeht. Auch wenn Sie gewinnen? Auch wenn Sie gewinnen im Urteilsverfahren, erster Instanz, immer Ihren Anwalt selber. Deswegen Rechtsschutzversicherung mit Arbeitsrecht. Sonst eine Rechtsschutzversicherung ist wie eine kugelsichere Weste bei einer Schießerei. Sie garantiert einem zwar nicht einen Sieg, aber sie verhindert schwere Verletzungen. Rechtsschutzversicherung, bitte, das wäre echt das Wichtigste, was ich Ihnen empfehlen würde, wenn es wirklich so weit kommen sollte, dass man wegen Quarantäne keine Lohnfortzahlung mehr bekommt. Sie brauchen eine Rechtsschutzversicherung. Oder man hat das unterm Kopfkissen liegen, das Geld, aber dann hat man eigentlich auch das für 2 Wochen, die man in Quarantäne ist. Das hat man ist. Nicht. Bei den Gegenstandswerten ist man ziemlich schnell im vierstelligen Bereich und so viel Geld hat man nicht unterm Kopfkissen, zumindest nicht als lohnabhängig Beschäftiger. Wisst ihr, wenige, die über solche Mittel verfügen. Über solche Kopfkissen verfügen. Ja. Ja. Also es ist rechtlich alles andere als sicher, dass man dann wirklich leer ausgeht, aber man wird sich wahrscheinlich streiten müssen. Ja, das ist doch immer noch besser, als sich potenziell zu vergiften mit einer Impfung, die nicht hinreichend erprobt ist, die, wo man jetzt schon sagt, bei jungen Leuten sind Impfschäden wesentlich höher als die Corona-Schäden. Also von der Zahl her, junge Leute sind dran gestorben, junge Leute sind ja trotz Impfung haben schwere Komplikationen, haben also Krankenhausaufenthalte, weil weil die Impfstoffe allesamt nicht getestet sind. Ich habe mich nicht impfen lassen. Ich habe keine Angst davor, dass mir vielleicht mal der Arm wehtut oder ich Fieber bekomme. Die Frage ist ganz was anderes. Haben diese Impfstoffe Langzeitschäden? Kostet mich das vielleicht 5 Jahre meines Lebens, wenn ich mich impfen lasse? Oder noch mehr. Oder noch mehr, weil das... Manche hat es schon viel mehr gekostet. Weil das Impfmittel möglicherweise erbgutschädigend ist oder krebserregend. Deswegen werden ja neue Medikamente langfristig getestet. Und nicht bloß darauf, ob man dann Schmerzen bekommt oder sich erbrechen muss. Sondern langfristig... Oh, was ist denn das? Corona-Thema. Wir beginnen heute die Aktion Lauterbacher statt Lauterbach. Ach du liebe Zeit. Und deswegen, das ist also, wir machen hier, wir werden nicht dafür bezahlt, ne? Aber okay. Ich finde Lauterbacher also ist keine besser Werbeveranstaltung gegen Corona als Lauterbach. Ja, ja. Der erzählt dazu Unsinn und wir desinfizieren lieber mit Lauterbacher. Also das ist ein gutes sächsisches Getränk, traditionell. Okay. Er trinkt keinen Schnaps, deswegen muss ich wieder alleine trinken. Kein Alkohol. Wir haben natürlich noch andere gute Brennereien in Sachsen, nicht nur hier in Lauterbach, aber weil es so schön zum Thema passt, hier, falls Sie das, Lauterbacher statt Lauterbach. Wenn er das jetzt trinkt und schmeckt irgendwas dabei, dann hat er kein Corona. Dobro Schalowitsch, Nastrowie. Nastrowie, und was für dich noch interessant ist, mit dem Getränk kannst du auch Russen beeindrucken. Oh. Weil mit Schnaps sind die uns alle überlegen, die vertragen mehr. Bier ging in den 90ern noch, weil die einfach die Menge nicht gewohnt waren. Mittlerweile haben die da auch aufgeholt, macht man denen auch nichts mehr vor. Aber wenn du mit sowas kommst, so ein schöner Kräuter, da denken die, du bist ein Außerirdischer, dass du sowas freiwillig verträgst. Also auf ich hätte Lauterbacher statt Lauterbach. Sowohl Borschumi Mineralwasser. Schön. Mit Fichtennadeln. Fichtennadeln. Fichtennadeln, ja.
Also meine Damen und Herren, lassen Sie sich bitte wegen nichts ins Boxhorn jagen. Ja. Lassen Sie sich bitte nicht wegen der Angst um ein paar Euro zu unbedachten Schritten verleiten. Ist überhaupt vielleicht die wichtigste Empfehlung, die ich Ihnen geben würde. Handeln Sie niemals aus Angst. Die allermeisten Ängste sind unbegründet. Lassen Sie sich keine Angst machen, schon gar nicht von denjenigen, die Sie von früh bis abends irgendwie im GEZ-Fernsehen berieseln. Haben Sie eine Rechtsschutzversicherung? Denken Sie nach. Was kostet eine gute Rechtsschutz? Kommt darauf an, also wenn Sie bei der Versicherungsgesellschaft sind, bei der Sie sowieso schon Ihre Versicherung haben, kommen Sie mit 15 Euro im Monat dick hin. Es muss ja nicht das ganze Paket sein. Ne? Man sollte jetzt darauf Arbeitsrecht. Achten, Arbeitsrecht, wer halt Arbeitnehmer Arbeitsrecht ist, sollte drin haben. Hm. Es geht ja nicht mal darum, dass man einen bösen Arbeitgeber hat, sondern der hat ja auch dann diese blöden Vorschriften zu beachten. Und wenn man dagegen vorgehen will, nützt der liebste Arbeitgeber nicht, sei denn er sagt, wie einige jetzt schon, zum Beispiel in Edeka, in Bautz, aber auch schon viele andere, die sagen, wir zahlen das dann aus eigener Kasse, wenn unsere Leute in Quarantäne kommen. Das machen wir nicht, dass wir da eine Ungleichbehandlung vornehmen. Aber ein Kleiner kann das vielleicht nicht, der zwei, drei Mann hat. Wollte der muss sagen, dann Leute bezahlen, die nicht da sind und das nicht machen können in der Zeit. Das ist manchmal nicht so einfach. Aber Rechtsschutz mit Arbeitsrecht drin und mit OWI-Recht sollte man, also Ordnungswidrigkeiten man heutzutage auch drin haben. Bei Ordnungswidrigkeiten haben wir das Problem, man möchte sich dagegen wehren und hier hat man es, dass die Kosten oft höher sind als die Strafe. Also man kriegt ein Bußgeld über 200 Euro und der ganze Rattenschwanz, wenn man dagegen vorgeht, landet dann bei 500 Euro und das ist also auch nichts, was man selber zahlen möchte. Also das ist auch sehr dringend zu empfehlen, dass man Rechtsschutz rauszunehmen, dann reinzunehmen. Mhm. Was man, ob man noch Mietrecht braucht, das muss jeder selber entscheiden. Oder also Verkehrsrecht haben manche über Autovereine oder was. Also das ist manchmal gar nicht nötig und kostet auch nur Geld. Also die wichtigsten Punkte, die wir in dieser Zeit empfehlen, Ordnungswidrigkeitenrecht und Arbeitsrecht, das ist wirklich, wirklich wichtig. Bitte macht das. Als Beispiel, vorige Woche Ordnungswidrigkeitenverfahren gehabt wegen Corona-Delikten. Die Verfahren sind eingestellt worden mit Kostenlast der Staatskasse. Also die Staatskasse musste die Verfahrenskosten bezahlen, aber die Betroffenen ihren eigenen Rechtsanwalt. Da sie aber alle rechtsschutzversichert waren, haben sie das. War das erfreulich? Und war das erfreulich? Das Bußgeld war tot. Genau. Und zwar ohne, dass es die Leute selber Geld hat. Das ist auch nochmal eine wirklich wichtige Empfehlung. Corona-Ovis nicht einfach bezahlen. Nein, geht Gottes in Willen. Widerspruch. Ist, alleine dadurch, wir haben von Anfang an die Strategie gehabt, das wirklich zu schieben, zu schieben, zu schieben. Am Anfang waren die Richter wild, haben alles abgebügelt. Und mittlerweile gibt es da höchstrichterliche oder obergerichtliche Urteile von manchen Oberlandesgerichten, die auch sagen, na Moment, also zum Beispiel, was ein häufiger Vorwurf ist, Ansammlung. Das, ja, also ja. Man war quasi nicht alleine an der frischen Luft, sondern noch mit zwei Bekannten. Und dabei hat einem das Ordnungsamt gesehen oder die Polizei oder der böse Nachbar und hat dann hieß es Ansammlung. 200 Euro Ansammlung jeder. Von Leuten in Pirna am Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz. Ja. Und ja, hat jetzt zum Beispiel ein Obergericht gesagt, Karlsruhe war es erstmal, OLG Karlsruhe, die Ansammlung kostet nur dann Bußgeld, wenn ihr auch die Abstände nicht eingehalten habt. Sprich, wenn ihr mit 5 Mann wart, aber man hat nicht gekuschelt, sondern man stand ganz normal. Und dann sollen die erstmal nachweisen, dass da der 1,50 Meter nicht eingehalten war. Und wenn das nicht nachzuweisen ist, hat das erste OLG gesagt, dann ist das nicht Bußgeld bewährt. Und das ist ein wichtiger Punkt. Das hat unser Chemnitzer zum Beispiel, Bußgeldrichter, unser gemeinsamer bester Freund, der hat das immer anders gehandhabt, aber jetzt hat er auch die ersten Beispiele gemacht. War das, du meinst jetzt etwa doch nicht denjenigen, der mal für die Partei kandidiert hat? Nee, der macht nicht OWI. Okay. Der wäre da vielleicht cooler. Also. Aber der es jetzt macht, ist da nicht. Ich halte mich da normalerweise immer daran, dass mich kaum auf der Welt was weniger interessiert als die Meinung eines Richters erster Instanz. Weil ja, das ist beim Ordnungswidrigkeitenrecht leider anders, denn das ist die erste, oft die letzte, denn du hast nur unter seltenen Ausnahmen eine Beschwerdemöglichkeit. Ja, die Rechtsbeschwerde zum OLG ist da. Aber oder nur normalerweise hat man sie nur bei Bußgeldern von über 250 Euro, die hat man selbst bei Corona nicht oft. Und ansonsten musst du es erst beantragen, das machen die OLGs nicht so gerne, also da kommt es schon auf die erste Instanz ein bisschen an. Na gut, wir wollten uns noch
über Österreich unterhalten? Oh, das ist eine entspannende Frage, ja. Der Kurze, also hier in Kurzen, auf dem Kurzen. Borsomi und Lauterbacher Stadt Lauterbach auf dem Kurzen. Borsomi ist ein ziemlich stark mineralisiertes Mineralwasser aus Georgien. Soll ein gewisser russischer Diktator gerne getrunken haben. Ja, schmeckt aber gut. Georgischstämmiger russischer Diktator. Ist aber auch nicht alt geworden, also von daher viel genützt. Wie alt ist er denn geworden? 1879 bis 1974. Ist doch schon ganz ordentlich. Also wir reden von Stalin. Stalin hat das Mineralwasser gerne getrunken. Der Kurze ist ja insofern interessant, weil er eine Geschichte hat, wie er hochgekommen ist. Erzähl ihm die Geschichte. Und zwar was die CDU in Deutschland nie hingekriegt hat. Er ist planmäßig aufgebaut worden. Da war also eine Gruppe von 5, 6 Mann, die haben den gemanagt. Die haben gesagt, wir suchen uns einen jungen, recht sympathischen Kerl und den bauen wir jetzt auf als zukünftigen Kanzler für die ÖVP, was ja in Österreich ungefähr das ist, was hier die CDU ist, bedeutungsmäßig und inhaltlich. Und das hat hier die CDU ja nie mitgekriegt. Im Gegenteil, hier wurden ja alle hoffnungsvollen Talente werden immer weggebissen, weil sie gefährlich werden könnten. Das hat Kohl so gehandhabt, das hat Merkel so gehandhabt. Also jeder, der beerben könnte und nachfolge, der wurde weggejagt, sodass man jetzt nur noch Laschets und Söders übrig hat und Leute von... So, dass es schon so weit kommt, dass jetzt ernsthaft schon drüber geredet wird, ob der Herr Kretschmer nicht in die Bundespolitik wieder zurückgeht. Also so weit sind wir schon, so dünn ist die Personaldecke der CDU, dass also selbst solche Überlegungen schon angestellt werden, den Kretschmer nach Berlin wieder zu delegieren. Bitte, es sind ja jetzt viele CDUer aus dem Bundestag gefallen, die alle neue Posten brauchen. Ja. Es gibt nur einen Ministerpräsidenten, aber ja gut. In Österreich hat man planmäßig einen netten jungen Kerl aufgebaut und hat dem alles beigebracht, was man braucht, um ein bisschen rüberzukommen in Medien, um ein bisschen Politik zu machen. Und hat den dann mit ein paar 30 Jahren ganz jung zum Bundeskanzler gemacht. Er hat dann da also das Ränkespiel, er selber wahrscheinlich nicht so gut verstanden, aber seine Hinterleute, die ihn da ein bisschen beraten, sagt man, naja, man könnte auch böse sein und sagen, Steuern. Es gibt ja viele Politiker, die so hochgekommen sind, planmäßig durch Hinterleute aufgebaut. Bismarck war auch so einer, der hatte auch zwei Mann, die ihn so bezahlt und auch inhaltlich ein bisschen so was vorgegeben haben. Kurz also auch. Und damit es dazu kommt, weil jung und sympathisch alleine nie ganz ausgereicht hat, hat man was getan? Man hat ein paar Meinungsumfragen. Es sollen öffentliche Gelder. Ja. So ganz ist mir das nicht durchschaubar. Als ich das gehört habe, diese Vorwürfe, da fiel mir ein Spruch Friedrichs des Großen ein. Oder von seinem Vater, dem Soldatenkönig. Einer von beiden hat gesagt, man soll keine Habenichtse über viel Geld setzen. Denn wer nichts hat, aber mit großen Geldsummen operiert, der ist immer versucht, von diesem großen Strom ein kleines Bächlein in die eigene Tasche umzuleiten. Direkt oder indirekt. Und hier war es quasi zu den eigenen Gunsten umgeleitet. Er hat, nicht in die eigene Tasche wohl, aber man hat damit Dinge bezahlt, die nicht ganz sauber waren, aber karriereförderlich. Man hat die Medien dazu gebracht oder die Umfrageinstitute, ihn ein bisschen hoch zu pushen und zu sagen, der hat ganz tolle Umfragewerte, die er in Wirklichkeit gar nicht hatte. Ich will auf gar keinen Fall behaupten, dass ich diese Vorwürfe gegen den Herrn Kurz für erwiesen halte. Sondern was mir auffällt, ist, das, was ihm dort vorgeworfen wird, liegt vor dem Beginn seiner Kanzlerschaft. Das heißt, wer immer der Hintermann von Kurz ist, er hat dem Bundeskanzler, dort heißt es auch, ne? Nee, wie heißt das Bundeskanzler? Also er hat dem Bundeskanzler Kurz von Anfang an einen Sprengsatz eingebaut, den er nach Belieben platzen lassen konnte. Diese Vorwürfe mit Finanzierung, die waren jederzeit verfügbar. Ja. Im Übrigen muss ich mal eins sagen, so viel Ahnung hatte der Herr Kurz, von seiner Stellung als Bundeskanzler nicht. Er hätte nur eine militärische Wache gebraucht und schon wäre die Polizei nicht in sein Bundeskanzleramt gekommen. Ja, was denn? Er ist ein Politiker, er kann in Medien Geschwätz rüberbringen, aber ein Staatsverwalter, ein Oberbefehlshaber ist dieser Mann nicht, sorry, nicht mit 34. Das hat Napoleon gekonnt, der ist mit 28 Diktator geworden. Aber
Ja, Kurz ist kein Napoleon. Nee, aber er hat halt eine gute Mannschaft gehabt. Er hat, also, was heißt eine gute? Nicht gut im Sinne von moralisch, sondern im Sinne von schlau. Er hat erst die FPÖ mit ins Boot genommen hat, dann einen günstigen Moment gesucht, um sie so richtig abzuwatschen. Dann auch, als es hieß, also die Strache-Sache hat man ja da auch mit Kurzwissen wohl irgendwie hochgebracht. Und dann hat er putzigerweise, als es hieß, Strache, jawohl, ich gehe, hat er gesagt, nee, und der Kickl muss vor allem gehen, der damit gar nichts zu tun hatte. Ja. Also er hat geschickt versucht, aus einem Ausrutscher des Koalitionspartners dahingehend Kapital zu schlagen, dass er auch gleich noch den besten Mann abschießen wollte. Der ihm gefährlich werden konnte, ja. Und dann die Koalition hat platzen lassen. Jetzt reagiert er mit den Grünen. Das ist auch sehr aktuell, wie hier auch, Schwarz-Grün. Ist eine moderne Sache, macht er in Österreich genauso, auch wie das so hin und her geht. Ne? Erst mit den Freiheitlichen, die ja durchaus so ein bisschen wie bei uns die AfD sind, mit regiert, dann schupp, zu den Grünen geschwenkt. Also es ist, und dann hat irgendjemand, der von der ganzen Sache wusste, auf den Sprengknopf gedrückt, hat die alten Vorwürfe hochgeholt. Pass auf, du hast da auch noch was im Keller und das holen wir jetzt. Da war es passiert, ja. Da war es passiert. Also, Moral von der Geschichte. Das kommt alles irgendwann raus. Ja, besonders steht schon dann in der Bibel, was man irgendwie ins Ohr sagt, wird man auf den Dächern predigen. Also was drei Wissen erfahren, 100 kenne ich den Spruch in der Variante. Ja. Also ja, es ist, wenn man sich bei irgendwas erwischen lässt, dann der Moment gekommen, wo man aufhören sollte und sollte dann nicht Bundeskanzler werden, obwohl man weiß, dass man ständig eine Bombe in der Hosentasche mit sich trägt. Aber wie gesagt, ich habe keinesfalls die Überzeugung, dass die Vorwürfe gegen Herrn Kurz berechtigt sind. Ich sehe nur, dass die Vorwürfe stark genug waren, ihn zum Rücktritt zu veranlassen. Und dann kann man mit den Römern fragen, wem hat es genützt? Kurz ja, so. Das werden wir merken. Ne? Das wird sich dann im Laufe der Zeit erweisen. Aber das sind, wie gesagt... Kurz hat auch eine böse Sache zu Chemnitz damals gesagt. Ach, war ja erst so ein bisschen doch konservative Rechte, mit der FPÖ regiert. Nee, ganz, ganz dumme Sprüche, dass ja sowas wie in Chemnitz passiert ist, das geht ja gar nicht. Und da meinte er nicht etwa, dass die Gäste die Einheimischen abschlachten, wie das in Österreich ja auch häufig passiert. Nee, er meinte, dass also mal einer die Beine in die Hand nehmen muss, der wirklich gerade... Ach, die berühmte Hetzjagd jetzt, ne? Naja, Hetzjagd, ja. Weiß man ja nur, also, dass das ein Fake war. Ja, naja, was es wirklich war, es musste tatsächlich einer rennen, aber der hat erst gestänkert und gestänkert und gestänkert, hat Leute auf dem Trauermarsch aus nächster Nähe ständig geknipst und auf die Nerven gegangen mit dem Handy und die haben mir mehrfach gesagt, jetzt hau ab, lass das. Und dann haben eben mal ein, zwei Mann dem ein bisschen Taten folgen lassen und sind mal ein bisschen in seine Richtung gerannt, mehr war nicht. Und dann ist er davon, sie sind sogar, haben sogar angefangen, ihn einzuholen, sieht man auf dem Video, wollten ihn aber gar nicht fangen, die wollten nur, dass der aufhört und abhaut. Und dann sind die stehen geblieben, sind wieder zurückgekommen. Also man hat ein Stänkerfritzen vertrieben. Und das ist die böse Sünde von das Chemnitz, die durch die ganze Welt ging. Also man begreift es nicht, immer noch nicht, auch nach 3 Jahren nicht. Und der Kurz, der hat es aber begriffen, dass man da gleich mal ein bisschen gegen rechts hetzen muss. Und auch, es wäre unerträglich, was in Chemnitz da passiert wäre, hat er gesagt. Obwohl ihn das eigentlich doch ehrlich gesagt überhaupt nichts angeht. Geht überhaupt nicht dran, ja. Eine der Regeln des Völkerrechts, die ich in meiner Jugend, oh Gott, lange her, mal gelernt habe, war, dass man sich nicht in die nicht inneren Angelegenheiten fremder Staaten einzumischen hat. Ja, gut, fremder Staat ist ja Österreich, das ist ja eigentlich so ein bisschen... Ja, ja, jetzt, wie Sachsen, ein deutsches Land. Das ist richtig. Ja. Böse Zungen sagen, das Tollste, was die Österreicher hingekriegt haben, ist, der Welt weiß zu machen, dass Hitler ein Deutscher war, aber Beethoven ein Österreicher. Und Mozart vor allen Dingen. Der auch noch. Salzburg, ja, die ganze Wiener Klassik war ein Österreicher. Ja, ja. Also Österreich ist natürlich nach seiner Muttersprache ein deutsches Land, das ist richtig, aber... Ein eigener Staat. Es ist ein eigener Staat. Und fährt ja damit auch gar nicht schlecht. Genauso wie Sachsen wahrscheinlich nicht schlecht damit fahren würde, ein bisschen mehr Eigenständigkeit zu haben. Also wirtschaftlich kann Österreich überleben. Sachsen könnte alleine auch wirtschaftlich überleben, denke ich mal. Und nicht mal überleben, sondern sogar gut leben. Aber das ist gar nicht mal heute das Thema. Heute nicht. Kurz hatte unter keinem denkbaren Gesichtspunkt eine Befugnis, als Bundeskanzler von Österreich irgendwelche Äußerungen zu Geschehnissen in Chemnitz abzugeben. Das stimmt. Das ist einfach mal Einmischung in die inneren Angelegenheiten fremder Staaten und darüber hat er die Klappe zu halten.
Aber da ja heute das niemand mehr interessiert, hat er es trotzdem heute gemacht. Ist jeder erbost über alles und jeder ja, darf schimpfen. Jeder. Vor allen Dingen gegen Sachsen darf man immer hetzen. Ja, wir Sachsen. Auch die eigenen Minister gerne mit. Ja, es soll ja. ja auch jetzt irgendein Mann in Leipzig im Hotel irgendwie nicht nett angesprochen worden sein. Aber gleich, es wird nicht erst gefragt. Moment, wir hören erstmal beide Seiten an. Was war wirklich? Gibt es noch Zeugen? Die gibt es mittlerweile. Ja, ja. Und schon fängt ein sächsischer Minister an, aufs eigene Land wieder zu schimpfen und gegen Sachsen zu hetzen. Das ist doch wieder eine Unglaublichkeit. Es wird nicht erst gefragt, was war wirklich, das ist eine Parallele zu Chemnitz. Nein, man muss erst mal schimpfen gegen Sachsen. Also das geht immer leicht und schnell und wird gerne gemacht und überall gebracht. Also wenn der Herr Kretschmer wirklich ein sächsischer Minister... Nee, wer hat gemeckert? Irgendein Minister hat sich hier rausgelehnt. Noch jemand, den es nichts angeht. Ja, ja, ich habe den Namen vergessen, war nicht wichtig. Landesminister, der hat da gleich ganz... Was der Dule, will ich falsches sagen... Einer, der hat jedenfalls gleich, also, er schämt sich und war. Und, wenn er sich schämt, ist das seine Angelegenheit. Ja, ja. Von einem Minister würde ich erwarten, dass er im Zweifel sich vor die eigenen Leute stellt. Oder zumindest dahinter. Oder jedenfalls, dass er, ihn, dass er sich jedenfalls ja. ihn beisteht und sich nicht in den Chor derjenigen einreiht, die sowieso schon auf den eintreten, der ja. am Boden liegt. Ja. Aber wie gesagt, das sind unterschiedliche so. Politikauffassungen ja. dieser Herrschaften. Von den meinigen und naja, ich hoffe, dass sie irgendwann die Quittung dafür kriegen. Sachsen ist es ja gar nicht so schlecht gelaufen mit den Wahlen. Ja, das machen wir in einer unserer nächsten Sendungen, dass wir uns die Landkarten nochmal ja, genau ja, angucken. Ja, hochinteressant. Welche Farben die hatten und so, das bereiten wir nochmal ein bisschen ausführlicher vor. Da sieht man auch übrigens, um das schon mal vorwegzunehmen, dass Sachsen so natürlicherweise größer ist. Aber alles zu gegebener Zeit. Wir wollen heute mal die Zeit nicht überstrapazieren. Wir haben jetzt schon 40 Minuten euch vollgerieselt. Haben wir noch ein wichtiges Thema? Jetzt auf die Schnelle fiel mir nichts mehr ein. Nicht. Quarantäne haben wir beredet. Also lasst euch nicht ins Boxhorn jagen, ja. lasst euch nicht impfen. Aus Angst, ihr kriegt 2 Wochen kein Geld. Das ist alles nicht sicher. Das ist, dass ihr das Geld nicht kriegt, ist genauso unsicher, ist wie die Impfung unsicher ist. Also eine Unsicherheit mit der nächsten Unsicherheit zu bekämpfen, das ist keine gute Idee. Bringt nichts ein also, und es ist nichts teurer als die Gesundheit. Richtig. Wirklich 14 Tage keine Lohnfortzahlung ist nicht annähernd so schlimm, als Impfschäden davon zu tragen oder schlimmere Sachen, von denen ich gar nicht erst reden will. Ja, meine Damen und Herren, das war das erste Mal, dass ich hier gesprochen habe. War eine ganz interessante Atmosphäre hier. Kommst mal wieder. Ja, sagen, wenn es sich irgendwie ergibt. Also, Freier Sachse und er ist unser... Schiedsgerichtspräsident. Ich bin der oberste Rauswerfer. Also er ist dann ich hoffe, dass ich das hier nie machen muss. Muss ich das bisher auch nie? Zuständig? Nee, machen wir nicht. Wir sind ja Distanzierungsfeinde. Ja. Und da ja in anderen Parteien oftmals der Rausschmissgrund ist oder der Ordnungsmaßnahmengrund, dass man mit irgendjemand zusammengearbeitet oder geredet auch nur ja. hat, öffentlich, der auf irgendeiner Liste steht oder so, das gibt es ja bei uns nicht und deswegen bleibt da schon mal viel Arbeit erspart. Also Gaspardin Kohlmann. Wann würdest du loslegen? Wenn jetzt wenn es irgendwas gibt, wozu ich wirklich aussage. Wenn Impfung propagieren würde, der bei uns Mitglied ist, dann würdest du schon wahrscheinlich auch ein bisschen für Ausschuss also, plädieren. Naja, die Satzung sieht da ein bestimmtes Regularium vor. Ich will es gar nicht einen Teufel an die Wand malen. Nee, wie gesagt, ich habe überhaupt keine Ambition, da jemals tätig zu werden als Vorsitzender des Parteigerichts. Ja, wenn sich irgendwas ergibt, wozu ich den Zuhörern wirklich noch was Neues mitteilen kann, dann lade mich ein. Dann komme ich gerne mal wieder her. Kommst du wieder mal her. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich habe Sie nicht gar zu sehr gelangweilt. Ja, vielen Dank und schönen Abend. Schönen Rest Sonntag noch. Ne? Ich schließe mich den guten Wünschen an. Und gute Heimreise nach Dresden. Das wie Danja. Das wie Danja, Tavarischi.